Hallo, hier ist wieder Exi. Und der Steve. Und es geht weiter mit Megaman X5. Immer noch im Level von Duff McWhale. Wo wir ganz zum Schluss der letzten Folge dann eine Taktik gegen die zweite Phase der U555 gefunden haben. Und naja, der schlimmste Kampf steht allerdings immer noch bevor. Die dritte Phase der US. Der U555. War dann erst im Namen? Nee, ich glaube, es war ein Fehler. Und ich kann die Kanone nicht treffen. Mist. Das war ein bisschen knapp. Oh, das war jetzt aber ein hässlicher Schnitt bei der Musik. So. Naja, dann wird der Kampf jetzt gleich ziemlich unschön. Aua! Aber die vorherige Phase ist auch nicht viel schöner. Aber ja, das Konzept ist halt einfach Mist. Kann man nicht anders sagen. Aua! Fisch aus dem Nichts. Einziger Vorteil ist gleich beim Kampf ist, dadurch, dass die alle vier Kanonen da sind, feuert halt immer nur eine, aber... Oh. Oh Gott. Ist das ekelhaft. Ich brauche auch mehr als einen aufgeladenen Schuss für den Generator. Für den Schildgenerator. Nach. Super Generator. Oh. Aber ich sag mal, lebenspunktetechnisch kam ich zumindest schon mal weiter als bei der anderen Phase. Und ich muss die die Schiffspassage nicht immer wieder machen, ist auch schon mal gut. Ja, gut, aber ich sag mal, wenn ich ein bisschen aufpasse, dann kann ich das hier schaffen. Ja, möglich sollte es sein, ist halt nur arschschwer. Boah. Das Problem ist halt auch, dass dieser Kern in der Mitte. Ich verstehe es halt auch nicht, warum dieser Zwischengegner unbedingt eine Unverwundbarkeitszeit haben muss. Naja, die haben es hier allgemein so mit Unverwundbarkeitszeiten betrieben, finde ich. Ja. Ich sag nur Matrix. Sigma, Phase 2. Yep. Ja gut, das ist ja nicht nur eine Unverwundbarkeitszeit, sondern das ist ja... Also ich meine mit Unverwundbarkeitszeit halt das, was die Gegner haben, nachdem sie getroffen wurden. Ach so, ja. Die Nerven aber genauso, ja. Und ja, das bei der zweiten Phase von Sigma. Gut, man muss halt dazu sagen, wenn er sie nicht hätte, dann könnte man ihn mit seiner Schwäche extrem schnell runterhauen. Also seine Schwäche ist tatsächlich relativ gut einzusetzen in der zweiten Phase. Blockt halt dann. Er frisst zwar Schaden, aber er blockt halt gleichzeitig auch meine Schüsse ab. Teilweise frage ich mich, wo die Kanonen hinschießen. Okay. Ne? Okay, Korrektur. Dritte Phase ist einfach als die zweite.
Hab sie erledigt. Na dann, Duff McWhale. Wie, du bist schon bei Duff McWhale? Ja. Ey, das ging aber flott. Ja, wie gesagt, bisschen ausweichen, dann ging das. Das Meer ist bereits tot. Max, ich bin ein Mann der See. Ich wollte dasselbe Schicksal wie der Ozean teilen. Oder ich wollte das Schicksal mit dem Ozean teilen. Ich wurde auch bereits vom Virus infiziert. Tu mir bitte einen Gefallen. Kämpf gegen mich und lass mich im Ozean ruhen. In Frieden. Wow, Hex sagt nicht mal mehr was dazu. Ein Vorteil hat es ja tatsächlich gegen Duff McWhale ohne Schwäche zu kämpfen. Man hält ihn nicht davon ab, diese Phase mit den Eisblöcken länger zu machen. Und in der kann man ihn ziemlich gut treffen. Ich konnte ihn jetzt die Hälfte während einer einzigen Phase abziehen. Über die Hälfte. Zwei Drittel. Okay. Ich habe gerade Quetschschaden gekriegt und bin deswegen von den Eisblöcken nicht mehr geschoben worden. Wie auch immer der Quetschschaden zustande kam, aber er ist tot. Ja, damit haben wir so ziemlich das schwerste Level hinter uns, würde ich meinen. Was machst denn du nebenher? Der Friede ist wieder in den Ozean zurückgekehrt. Zumindest temporär. Aber die U-55 wird sich eines Tages wieder anfangen zu bewegen. Leider. Der Ozean ist so schrecklich verunreinigt. Kehr jetzt bitte zur Jägerbasis zurück. So zerstört wie die RSS macht das keinen großen Unterschied mehr. So stark wie die Erde jetzt zerstört ist, macht es auch keinen Unterschied mehr mit dem Meer. Es tut halt, naja, du brauchst das Meer schon, um die Erde irgendwie herzurichten. Notfall. Dein Nemo greift die Jägerbasis an. Kämpft sofort zurück. Erste Runde, dein Nemo. Mach mal. Der kann eigentlich nur eine Sache, die mich nervt. So. Was haben wir denn da im Hintergrund? Achso, ist einfach nur die Basis. Nett, dich zu treffen. Du bist X, nicht wahr? Der berühmte und widerstandsfähige Jäger. Wer bist du? Und was willst du? Nun, um diesen Punkt ein wenig genauer zu erklären. Ich möchte das stören, was ihr tut. Was machen wir denn? Oh, mach dir keine Sorgen. Ich möchte dich nur stören. Ich möchte dich nicht töten. Aber wenn du bis auf den Tod kämpfen möchtest... Aber du möchtest bis auf den Tod kämpfen, nicht wahr? Nein, wollen wir nicht. Nun, wenn du mich bekämpfst und stirbst, tut es mir leid. Aber ich werde ein bisschen weniger als das Beste, was ich kann, spielen. Nun. Sollen wir den Kampf beginnen lassen, X? Ja, Dynamo, das...
Vielleicht war R doch keine so gute Taste fürs Sprinten. Ich bin's nicht gewöhnt. So. Und erster Versuch. Tatsächlich wäre mir der zweite Dynamo mittlerweile lieber. Wie ich mir dachte, du bist stark. Du gibst einfach niemals auf. Ich werde mich mit diesem Ergebnis zurückziehen. Aber ich würde dir raten, dich ein wenig auszuruhen. Oder du wirst von all dem Druck noch sterben. Nun denn, adios, amigo. Oder Wiedersehen, mein Freund, eigentlich dann eher, ne? Naja, ist ja nicht Englisch, ne, amigo? Naja, wenn, dann müsste ich ja schon alles übersetzen, wenn ich kann. So, Levelwahl, wen machen wir als nächstes? Mach direkt weiter, ja. Jaja, diesmal mache ich einfach weiter. Dr. Easy Glow. Ich vermute mal danach diesen Fledermaus-Typen. Ja, hätte ich ja auch gesagt. Wegen dieser Stachel erscheinenden Scheiße und so. Yep, das wird auch nerven. Aber wenigstens weiß ich an der einen Stelle jetzt schon. Dr. Easy Glows Labor, du hast keinen Grund hier zu sein, da wir die Enigma nicht mehr brauchen. Und mehr sagt sie nicht. Das ist auch so ein Level. Konzeptionell einfach teilweise Müll. Allein schon hier am Anfang, die eine Stelle, du gehst nach unten, da sind da 5 Metas, die einfach den kompletten Boden dicht machen. Warum? So, jetzt mal die Gegner platt machen, dann kann Alia kurz reden. Der Zwischengegner hier wird auch nervig. Ach, kann ich hier irgendwo die Steuerung nochmal umstellen? Ah, Gott sei Dank, das geht. Ich muss die Waffenwahl irgendwo anders hin tun, das geht so nicht. So, jetzt habe ich das zumindest. Das da. Ich möchte die ganzen Knöpfe einfach irgendwie unbelegt lassen. So. Die Waffen habe ich jetzt zumindest da drüber gelegt, aber die Giga-Attacke. Ja. Irgendwie komme ich nicht aus. Giga-Attacke? Giga-Attack. Ja, du hast doch gar keine ohne Ausrüstung. Achso, ja gut, dann passt's ja. Ja, ich habe bloß gerade schon wieder versehentlich die Waffen gewechselt. Ich habe zwar damit nicht angegriffen, aber es nervt halt, dass es passieren kann, wenn ich versehentlich dahin drücke, wo ich sonst immer gesprintet wäre. Solange die Waffe dann nicht benutzt versehentlich. Ja, darum geht's ja. Das kann halt auch passieren. Ich meine, bei Duff McWellen habe ich dann gegen die Wand geballert, aber ansonsten... Ja, wenn es gegen die Wand ist, geht's noch, ne? Ja. Ich sage mal, im schlimmsten Fall musst du den Kampf dann nochmal neu starten, ne? Ja. Wieder die geniale Stelle. Hey, der Virus ist ja immer noch hinter mir. Mensch, toll, ganz tolles Konzept. Und jetzt habe ich Quetschschaden gekriegt, weil ich schneller sein wollte, damit ich den dämlichen Virus nicht im Genick habe. Okay, Leute retten darf ich. Das werde ich mir nicht abnehmen. Super. Krepiert, weil ich keine Zeit habe.
Na komm runter, dämliche Stachelwand. Wenn ich in dem Level krepiere, dann weil die Plattformen furchtbar platziert sind. Das Level ist so scheußlich. Komm schon. Ja, der Virus ist weg, Gott sei Dank. Solche Gegenstände darf ich mir natürlich auch nicht anlegen, das habe ich in der ersten Folge noch gar nicht gesagt. Gegenstände, die mir da helfen würden. Alles tabu. Gut, dass man den wenigstens durch Schild ballern kann. So, haben wir erstmal das erste Drittel des Levels geschafft. Spaßige wird es jetzt dennoch nicht. So. Zwischengegner und ich werde erstmal getroffen, ohne dass ich was dagegen machen kann. Danke, Spiel. Zwischengegner. Aber der ist auch gar nicht schwierig. Der hat dem aufgeladenen Freundchen nichts entgegenzusetzen. Okay, treffen wir ihn halt nicht. Auch wurscht. Einzelne Nullrunden sind in Ordnung. Warum sagst du eigentlich so selten was? Och, ich weiß nicht, was ich groß sagen soll. Kann sich ja über die ganzen Level trotzdem unterhalten. Ja. Was denkst du denn über das Level von Izzy Glow? Oh. Ich werde bestimmt die ganzen Viren nerven. Ja, ich hatte jetzt halt die ganze Zeit das Problem, ja, da ist so eine Stachelwand vor mir, hinter mir ist der Virus, der kommt immer näher und immer näher. Und ich stehe halt da und warte. Mhm. Genauso das dämliche Rumklettern. Das ist einfach nur unnötig. Jetzt bin ich bei der letzten Passage mit diesen Plasma-Generatoren. An für sich auch eine schöne Idee, aber in meinen Augen halt einfach vollkommen falsch eingesetzt. Auf jeden Fall sehr nervig. Ich denke mir halt, es ist eigentlich eine schöne Mechanik. Du hast diese kleinen Plasma-Projektile, die an Wänden und Decken und allen möglichen rollen können. Und effektiv wird aber nichts damit gemacht. Die rollen nur am Boden entlang. An der Wand oben werden sie die einfach nicht gefährlich. Und diese Laser-Gegner, diese kleinen, die im Prinzip als Absperrungen wirken, verstehe ich auch nicht. Zieht doch auch nur alles in die Länge. Ja, ja. Und Alia, das Problem mit Alia ist halt, ich verstehe oftmals auch nicht, warum die Entwickler es für eine gute Idee hielten, dass die an bestimmten Levelpunkten einem auf die Nerven geht. Bei Matrix hat sie mich tatsächlich mal getötet. Hm, ja, Navi. Navi aus Mega Man. Ja, bloß Navi nervt halt nicht in einem Punkt, wo du kurz davor bist, drauf zu gehen. Ja, sie ist ja nochmal ein Punkt schlimmer, ne? Was meinst du, wie auch so mal da haten wird? Zu Recht. Ich nur so mal. Ich glaube, viele andere auch. Du hast ja auch, ich glaube, ich habe auch schon bemerkbar gemacht, von wegen, oh, laber mich nicht voll. Ja, ich glaube schon. Ich habe mich im Einmal hat es mich doch, glaube ich, sogar umgebracht. Ja, bei Matrix wahrscheinlich auch, oder? Beim Lava. Bei der Lava. Von wegen, oh, Vorsicht, Lava. Vorsicht, die Lava kommt. Hey, du kannst den Block nutzen. Ja, genau, das war Matrix, die Stage, wo dann die Lava kommt. Hm? Kleinen Moment.
Tut mir leid, aber ich habe von vorhin von einem Salat habe ich noch so ein irgend so ein kleines Kräuterstück oder was, und das hängt mir irgendwo im Hals. Ich dachte erst, du wolltest noch was vorlesen, ein bisschen verzurig sein. Oh, ich fühle mich verwirrt. Ich scheine vom Virus infiziert zu sein. Ich fühle das Bedürfnis, dich anzugreifen. Doktor, geht es Ihnen gut? Kommen Sie mit mir zur Jägerbasis. Nein, es ist zu spät. Ich verliere das Bewusstsein. Nein, er wurde ein Maverick. Doktor, bitte ruhen Sie in Frieden. Das ist auch so eine Sache, die mich in dem Spiel einfach nur traurig macht. Und Izzy Glow hat halt ein ganz markantes Problem in seinem Kampf. Die Attacke mit seinem kleinen Laserprojektil macht ihn wahnsinnig verwundbar. Was? Was macht der da? Die Attacke kenne ich noch nicht. Wow. Ich habe diese Attacke noch nie gesehen bei ihm. Okay. Der hat so eine kleine Lichtkugel auf den Boden geschossen und auf der anderen Seite wieder eingesammelt. Was? Okay. Ich wusste gar nicht, dass der noch eine Attacke hat. Also entweder liegt es daran, dass du ohne alles spielst, oder das ist random und sehr selten die Attacke. Anscheinend. Damit konnte ich gerade nicht umgehen. Habe ihn zwar auf den ersten Schlag geschafft, aber trotzdem. Ja. Welchen Gegenstand möchte ich denn? Ich möchte die Energie, die ich niemals benutzen werde. Wir haben Dr. Iziglos Forschung komplett ruiniert. Auch wenn wir das Lasergerät an uns genommen haben, brauchen wir es nicht mehr. Ich danke dir dennoch für deine Arbeit. Wir treffen dich in der Jägerbasis. Keiner hat mehr Bock auf irgendwas. Und Axel läuft eigentlich auch einfach nur noch hin und her und erledigt irgendwelche Mavericks. Dem ist, wenn man es genau nimmt, eigentlich auch nur langweilig. Gut, Dark Dizzy. Muss ich gerade die ganze Zeit wieder auf Stumm stellen, weil ich mich räuspern muss und husten muss. Heute ist irgendwie nicht so ganz mein Tag. Die Rückkämpfe wären auch lustig. Ohne alles. Auf den ersten Blick mag es aussehen wie ein normales Planetarium, aber tatsächlich ist es auch ein Weltraumlabor. Der Benzintank für das Raumschiff ist hier, aber wir brauchen ihn nicht mehr. Unsere Aktivitäten hier liegen bei dir, aber wenn du denkst, dass es die Zeit nicht wert ist, dann oder wenn du denkst, dass es die Zeit wert ist, dann solltest du weitergehen. So, jetzt wird's wieder ewig langsam. Ja. Es ist ungewohnt, wenn es immer wieder langsamer wird und wieder schneller wird. So. Danke für den Schaden, ihr Fledermäuse. Ausnahmsweise tatsächlich. So, jetzt sind wir bei der schönsten Stelle im Level. Die eine Stelle, die niemals in irgendeiner Art und Weise schief gehen könnte. Das ist konzeptionell einfach so ein Mist. Hey, ich muss hier oben auf der Plattform stehen. Hey, direkt wo ich stehe, kommt ein Gegner. Verstehe nicht, wie die Entwickler oder
auch die Tester das einfach gut finden konnten. Muss denen doch eigentlich aufgefallen sein, dass das hinten und vorne konzeptionell keinen Sinn ergibt. So, dank dir weiß ich ja, dass ich mich hier ducken kann, um durchzukommen. Ja, jetzt bist du bei Dark Desire. Ich hab doch vorhin gesagt, dass ich Dark Desire jetzt mach. Ja, ich hab mir noch nicht mitgekriegt, dass du schon drei Stash bist. Ach, geht ja relativ schnell, wenn man ein bisschen durchsprintet. Ja. Die Level gehen ja relativ schnell, man darf sich nur nicht mit allem abgeben, was einem entgegenwerfen wird. Ja, manches muss man einfach auslassen. Man muss ja nicht mal alles töten. Das ist übrigens halt auch so eine Sache beim klassischen Megaman. Ich mach das ja auch so gerne, ich töte immer alles im Weg. Ja, genau das ist halt der Fehler oftmals. Man sollte sich eigentlich viele Gegner einfach egal sein lassen. Man sollte sie einfach komplett ignorieren. Und was du auch mal ganz korrekt angemerkt hast, man bekommt so wahnsinnig wenige Lebenspunkte von Gegnern in dem Spiel. Ich habe teilweise das Gefühl, man kriegt gar nichts an Lebenspunkten. Also wortwörtlich gar nichts. Wüsste nicht, wann das letzte Mal war, dass ich von einem Gegner in dem Spiel tatsächlich Lebenspunkte gekriegt hätte. Autsch, das tat weh. Ja, okay, die letzte Passage kann halt doch wieder nervtöten werden wegen der dämlichen Viren. Und was halt auch nervt, es gibt Gegner, die einfach viel zu viel aushalten. Wie diese dämlichen Libellengegner. Übrigens sind wir hier jetzt bei den Gravitationskontrollierern, die Gravitation umdrehen können und übrigens die Gravitation umdrehen können. Oh, das war knapp. Ach, der Virus ist ja immer noch da. Menno. Aber wenn du sagst, dass du das mit der Duckenstelle gemacht hast, dann bist du ja schon drüber hinaus mit diesen Stachelstellen. Ja, ja. Habe ich schon hinter mir alles. Und dann ist das ja mit dem Schwerkraftwechselzeugs. Jep, da bin ich jetzt auch durch. Bin beim Boss. Ach, cool, ich bin schnell. Naja, dann kannst du dich ja bald schon mit der Laserpassage quälen. Mhm. Ich hab ja mit. Schnell kommt die. Tja. Wenn du nicht alles vorliest, was Ailey einem zu sagen hat, dann geht's vielleicht schnell. Quick! Ich habe auf dich gewartet. Hey, verstehst du nicht, was passiert? Quick! Wen interessiert das? In Situationen wie dieser sterben alle. Nicht nur Mavericks, aber auch Maverick Jäger. Quick! Aber nur um sicher zu gehen, werde ich dich selber töten. Ach, er ist so ein Sonnenschein, ne? Dark Dizzy. Schlimme bei Dark Dizzy ist ja eigentlich, er kann ja eigentlich nicht viel, bis man halt die Hälfte seiner Lebenspunkte abgezogen hat. Ja, und wenn er Darkhold dann halt einsetzt, dann kann es sein, dass man einfach verloren hat. Oder eben er. Das war's für Dark Dizzy. Ebenfalls erster Versuch.
Ich weiß nicht, irgendwie in der ersten Phase fliegt er einfach nur hin und her im Raum und danach. So, wir wollen wieder Waffenenergie. Und with regard to Dr. Z, ich weiß immer noch nicht, was es heißt. Oder in Gedenken vielleicht, in Gedenken an Dr. Z. Sigma hat ihn als Maverick vor 3 Jahren als Maverick erschaffen. Auch wenn wir den Benzintank gefunden haben, brauchen wir die Gerätschaften für das Raumschiff nicht mehr. Kehre zur Jägerbasis zurück. Gut, und in der nächsten Folge machen wir dann, wen machen wir denn? Machen wir Axel the Rat, hätte ich gesagt. Gut, dann will ich an der Stelle sagen, Simus, ich bin X-Meter bei Mega Minix 5, ich bin Xy. Steve? Wie bitte? Du hörst gar nicht mehr zu, oder? Ich dachte, du warst noch... Ja, wollte ich nicht unbedingt ablenken beim Kampf. Ich hab dich nicht umsonst mit dazu geholt. Ja. Ja, hat er dich angeknabbert? Nö, hab mich nicht erwischt. Aber ich hab gerade wieder die Folge beendet. Ach so, das heißt, ich bin schon zu spät. Okay. Das ist richtig. Sagst du ciao? Ciao. Ciao. Oh Mann.